Durch das Internet haben wir eine Stimme. Doch das Internet ist für ihn eingeschränkt. Uğur Rigi lebt in der Türkei. Seine Regierung hat Webseiten gesperrt, Wikipedia zum Beispiel. Wenn der Unternehmer im Internet surft, dann nur verschlüsselt über die Technik VPN. VPN gibt mir Sicherheit. Ich kann auf Seiten kommen, die gesperrt sind. Man weiß ja nie genau, warum sie irgendwelche Seiten verbieten. Aber mit VPN kann ich alle erreichen. Umso mehr Leute das Internet restriktieren, umso mehr Kunden werden wir potenziell auch haben. Simon Specker entwickelt die VPN-Software. Er hat 2013 in Berlin seine Firma ZenMate gegründet. Genau genommen profitiert er von immer mehr Zensur weltweit. In vielen Ländern, nicht nur in der Türkei. Also wir sind keine NGO, wir sind keine Aktivisten, wir sind keine Leute, die irgendwie Rebellen sind, sondern wir sind eine gewinnorientierte kommerzielle Firma, die gleichzeitig versucht, mit dem Gewinn, den sie erwirtschaftet, mit dem monetären Erfolg, den wir haben, eben auch was Gutes in der Welt zu tun. Das Internet so zu benutzen, wie die Erfinder des Internets sich, glaube ich, damals auch mal vorgestellt haben, nämlich frei und unzensiert. 150 Server haben sie weltweit installiert, über die gehen die Kunden ins Internet. Und kommen so virtuell etwa aus den Niederlanden angesurft, während sie eigentlich in der Türkei sind. Oder aus Singapur, obwohl sie tatsächlich in China sitzen. Uğur Rigi in Istanbul loggt sich über einen Server in London ein. Jetzt kann er alle Webseiten erreichen, auch Wikipedia. Verboten ist die Nutzung von VPN in der Türkei nicht. In seinen Workshops rät er allerdings davon ab, VPN-Produkte von Firmen zu kaufen. Wir haben nichts gegen ZenMate selbst. Wir sind dem Unternehmen sogar dankbar, dass sie den Leuten das Bewusstsein für Verschlüsselung geben. Allerdings gibt man, wenn man VPN benutzt, dem Anbieter seinen gesamten Traffic-Preis. Und wenn dieser Anbieter eine Firma ist, stört mich das. Wenn ich meiner eigenen Regierung nicht trauen kann, warum sollte ich einem kommerziellen Anbieter wie ZenMate trauen? Er hat eine Online-Plattform aufgebaut. Dort erklärt er jungen Türken, wie sie ihr eigenes VPN aufbauen können. In 20 Minuten völlig gratis mit freier Software aus dem Netz. Das Berliner Software-Startup ZenMate hat 35 Mitarbeiter. Für die Türkei ist Gülçay Yodakul verantwortlich. Internetzensur ist nicht die einzige Gefahr. Viele Firmen sammeln doch Daten. Datenschutz ist die zweite Anwendung, die VPN immer populärer macht. Auch in den USA und Deutschland etwa. Dort herrscht keine Zensur. Die User sorgen sich aber, dass jemand ihre Daten stehlen könnte. Und Firmen befürchten, durch Hacks Millionen zu verlieren. Viele Mitarbeiter machen sich gar keine Gedanken über Angriffe aus dem Netz. Wenn sie mit ihren Arbeitscomputern irgendwo in ein offenes Internet gehen, etwa in einen Flughafen, sind sie ohne Verschlüsselung allen möglichen Bedrohungen ausgesetzt. Mit solcher Beratung von Unternehmen verdient Uğur Rigi eigentlich sein Geld. Viele Türken haben noch nie davon gehört, wie schnell sie ihre Daten verschlüsseln können. Unsere Unternehmen haben ein sehr großes Wachstumspotenzial durch das Internet. Wenn wir es schaffen, das Netz frei und sicher zu halten, können wir unsere Chancen erhöhen. Was mit einem freien Netz möglich ist, kann sich heute noch niemand vorstellen. Und dort, wo es diese Freiheit nicht gibt, bauen junge Menschen sie einfach auf.